Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und heiße euch willkommen zur wahrscheinlich letzten und 43. Folge in unserem wunderschönen Combat Overhaul Let's Play. Mit unserem letzten Überraschungserfolg in Folge 42, hoppla, jetzt musste ich mal wieder zählen, mit unserem Überraschungserfolg in der letzten Folge vor 3 Tagen, wo ich daraus gefunden habe, wie stark eigentlich die Dreadmoths sind und wie dumm ich eigentlich bin, dass ich es bisher nicht wusste. Starten wir heute wahrscheinlich in das finale Kapitel unserer Seeschlacht und werden die Prinzessin hops nehmen und ihre Insel und damit unsere Ziele, die ich vor einigen Folgen definiert habe, endlich kundtun, nämlich alle 4 Hauptinseln in Beschlag nehmen und dann das Spiel wahrscheinlich langsam auslaufen lassen. Ich könnte natürlich als Ziel setzen, jede einzelne Insel zu erobern, das möchte ich allerdings ehrlich gesagt gar nicht. Da habe ich gar kein Interesse dran. Sondern wir wollen tatsächlich die Hauptinseln erobern und danach das Spiel für gewonnen erklären. Die he Folge heute wird wahrscheinlich die meiste Zeit aus der Schlacht bestehen, die wir führen werden, um hier das Ding einzunehmen mit unseren 4 Dreadnoughts inzwischen, die wir besitzen. Und wir werden das Ganze mal so ein bisschen vielleicht Revue passieren lassen, was in diesem Let's Play eigentlich passiert ist, wo meine Schwächen sind, für welche Tipps ich vielleicht dankbar bin und wie dann vielleicht, wie es dann weitergeht mit Anno 1800. Anno 1800 hat dieses Jahr noch relativ viel zu bieten. Jetzt wurde angekündigt, dass der Playtest für den zweiten DLC losgeht. Ich weiß gar nicht, Himmelreich oder Reich der Lüfte heißt es, glaube ich, wo dann auch die Luftschiffe einen wesentlich größeren Stellenwert einnehmen werden. Das heißt, auch da gibt es viel zu tun. Und noch viel zu tun und viel zu bauen. Und wir haben natürlich auch noch unser Road to Season 4 Let's Play, welches ich meistens im Stream spiele. Und das möchte ich dann tatsächlich auch noch ein bisschen fortsetzen, sodass wir dann tatsächlich, wenn dann der nächste DLC rauskommt, auch die Arktis bereits erobert haben, Zugriff auf die Luftschiffe haben und diese dann auch bauen können und benutzen können. Das soll so ein bisschen das Ziel sein in den nächsten Wochen. Aber jetzt schauen wir mal ganz kurz noch ein paar Sekunden, bis meine Schiffe hier fertig repariert sind, so wie angekündigt. Und dann werden wir tatsächlich gleich in das Spiel einspringen. Aber bis die fertig sind, kann ich ja noch ein bisschen was erzählen. Wird also eine etwas größere Laberfolge. Also die, die jetzt tatsächlich nur Action sehen wollen, werden in dieser Folge wahrscheinlich ein bisschen unglücklicher werden. Aber da müssen wir jetzt heute einfach durch. Erstens natürlich vorab, ich bin wieder, wie gewohnt, sehr dankbar für euer Feedback, eure Gedanken zu diesem Playthrough, eure Ideen für die nächste Runde. Es kam ja schon das ein oder andere mit NPC-Kombinationen, die vorgestellt wurden, wie man das Ganze spielen sollte. Vielleicht auch erstmal was ganz anderes, vielleicht eine Challenge. Ich bin da gerne für alles offen. Und jetzt mal kurz in die Sachen, die mir vielleicht aufgefallen sind und die ich mir im Kopf so ein bisschen zusammengereimt habe. Ein Major Schwachpunkt in diesem Let's Play und eigentlich in den vergangenen Let's Plays, weil ich sehr stiefmütterlich behandle, ist in meinen Augen die Speicherstadt. Ich habe es wieder bei Nivarias gesehen in seiner letzten Runde. Die Speicherstadt bietet einfach so unfassbar viele Möglichkeiten, besonders im weiteren Verlauf, wenn man hier dann auch ein paar wichtigere, ja ist okay, ein paar wichtigere Punkte freigeschaltet hat. Wie zum Beispiel hier den Kautschuk oder Salpeter, was man damit alles anfangen kann. Und was man hier tatsächlich in der Lage ist, alles zu importieren oder Messing. Also wirklich Sachen, auf die man dann tatsächlich auch zurückgreifen sollte und die man dann auch freischalten sollte. Also das ist für mich so ein Punkt, den ich mir ganz oben auf meine Liste geschrieben habe. Die Speicherstadt aktiver und aggressiver einbinden. Das ist Punkt 1. Punkt 2, die Wirtschaft nicht so vernachlässigen. Ich bin tatsächlich jemand, der wahrscheinlich auch aufgrund mangelnder Spielerfahrung und ich lerne ja immer noch dazu, auch dank eurer Hilfe sehr stark und wahrscheinlich wesentlich schneller, als wenn ich alleine spielen würde. Allerdings neige ich tatsächlich dazu, mich immer auf einen von beiden Bereichen zu fokussieren, nämlich entweder auf die Kriegsführung oder auf die Wirtschaft. Und eines von beiden wird dann so ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder auch dieses Stadtdesign, das ich hier habe. Einer hat es mal in den Kommentaren gesagt, das Bankhaus hier total schwachsinnig. Wieso ist das Bankhaus nicht hier und mit Straßen verbunden und deckt dann alles komplett ab? Und allgemein die Planung und die Strukturierung meiner Inseln und der Handelsrouten und auch natürlich die Absicherung, also die herben Niederlagen, die wir in der neuen Welt eingefahren haben, die Inselverluste, die wir hinnehmen mussten. Wir waren zeitweise quasi ganz aus der neuen Welt vertrieben, mussten uns zurückerobern, was zum Glück geklappt hat, weil wenn wir die Insel in der neuen Welt nicht hätten erobern können, dann wäre es das wahrscheinlich gewesen.
Jetzt ziehen wir mal ganz kurz schon mal unsere Dreadnoughts hier ein Stück vor. Nehmen wir einmal die Dreadnoughts alleine in der Gruppe. Und dann einmal ganz kurz alle. So, zwei. Klappt das? Nee, ich kann die nicht. Eins, zwei. Okay, ich muss sie doch getrennt voneinander steuern. Sei es drum. Und jetzt gehen wir dann tatsächlich auch mal über in die Angriffsphase. Werden wie gehabt jetzt erstmal mit unseren Dreadnoughts wieder die dicken Berthas und Co. hier wegschießen und dann im weiteren Verlauf mit den restlichen Schiffen hinzukommen. So, ihr müsst nicht zusammenbleiben. Ihr auch nicht. Okay, alle sind auf Feuern gestellt. Das ist also schon mal gut. Und das ist so ein Problem. Also tatsächlich die Inselabsicherung. Wie sichere ich meine Inseln ab? Wie baue ich hier die Fischerhütten und die Salpeterwerke und sonst was hin? Ich habe, glaube ich, unfassbar viel Ressourcen. Alleine mit Reparaturen. Mit Reparaturen verbraucht. Dass das schon fast wehtut. Also tatsächlich. So. Jetzt greifen wir mit den Dreadnoughts an. Halt, stopp. Eins, zwei, drei. Wieso ist der nicht dabei? Komm her. Den müssen wir noch kurz hinterherholen. Machen wir das mal kurz auf die schnelle Variante. Also ich habe unglaublich viel Stoff verbraucht mit Reparaturen und so weiter und so fort. Gefällt mir tatsächlich gar nicht. So. Jetzt fahren wir tatsächlich hier rein und machen mit dem weiter, womit wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich wir machen die Prinzessin platt. So. Das dürfte tatsächlich ein sehr kurzes Gastspiel werden. Wir lassen es tatsächlich mal ein bisschen auf vorgespult. Und ziehen dann auch mal die anderen etwas schwächeren Schiffe ein bisschen nach. Die können wir vielleicht sogar ein bisschen vorschicken, um ein paar Minen abzuräumen, damit meine Dreadnoughts nicht alle durchfahren. Ja, genau. Die schwachen Segelschiffe können das ruhig übernehmen. Und jetzt machen wir mal wieder langsam. Das muss ja auch jetzt nicht zu schnell vorbei sein. So. So, die Zweier gehen hier drauf. Und die Dreadnoughts fokussieren dann tatsächlich jetzt erstmal die dicken Kanonen. Und dann gehen wir tatsächlich hier ein und rein und werden die Insel jetzt einnehmen. Und wir schießen uns hier tatsächlich ohne viel Mühe durch. Also dank der Dreadnoughts, das ist doch tatsächlich, ist tatsächlich verblüffend, mit was für einer brachialen Gewalt wir hier reingehen. Und die Prinzessin kann da auch nichts gegen machen. Ah, da kommen ja noch zwei Schiffe. Das könnt ihr ruhig mal hier übernehmen. Wir machen hier erstmal weiter. Ziehen vielleicht unser eines Dreadnought-Schiff mal kurz ein Stück zurück. Vielleicht können wir es sogar retten. Hoffentlich fährt es jetzt nicht noch in eine Mine rein. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. So, die können hier ruhig ein bisschen das Kanonenfutter quasi sein. Ich glaube, wir können auch noch ein weiteres Schiff einfach mal in Auftrag geben. Können wir noch eins von bauen. So, wie viel hat er noch? 2000, okay. So viele Kanonen schießen hier ja auch nicht mehr. So, weiter geht's. Viele Kanonen dürften hier nicht mehr sein. So, jetzt machen wir mal kurz mit den Dreadnoughts die Flotte hier platt. Ah, ziehen sie sich zurück oder was? Okay, sie hauen. Nee, sie fahren auf mich zu. Okay, ich dachte schon. Ah, der hat's geschafft und steht jetzt hier hinten. Wunderschön. Was haben wir hier eigentlich? Nein, bleib stehen! Nicht weiterfahren. Knappe Geschichte. So, muss ich tatsächlich um die Insel noch rumfahren?
Nee, wir zerstören hier tatsächlich alles einfach nacheinander. Und die Insel gehört dann tatsächlich jetzt gleich uns. Du bleibst stehen. Du fährst nirgendwo mehr hin. Hier sind Minen. Stopp. So, das dürfte es jetzt gleich gewesen sein. Ich hoffe es, sonst muss ich hier tatsächlich noch um die Insel rum. Und das war's. Ich gratuliere uns, euch, mir, hauptsächlich mir, aber auch euch. Insel gehört mir. Die nächste Hauptinsel. Die Prinzessin ordentlich zurückgeworfen. Flotte nur geringfügig verloren. Also keins von den wichtigen Schiffen ist tatsächlich draufgegangen. Haben wir ein paar schöne Items bekommen, wir haben ein paar Schmuckstücke und Pflanzen. Und das Spielziel ist jetzt tatsächlich so wie angekündigt bereits erreicht. Aber wir wollen mal tatsächlich kurz noch weitermachen mit den Punkten, die mir aufgefallen sind. Bei denen ich nicht ganz so gut bin oder auch dumme Entscheidungen getroffen habe. Wie zum Beispiel meine Schutzschildstrategie, die ich dank eines Tipps in den Kommentaren gelesen habe. Und zwar, warum nehme ich Kanonenboote und nicht Schoner, die nur einen Einfluss kosten und nur Holz, sondern Kanonenboote, die auch noch Kanonen benutzen. Also auch eine dumme Entscheidung. Muss tatsächlich besser laufen. Und ansonsten bin ich tatsächlich guter Dinge, dass auch die nächste Runde wieder sehr von Erfolg gekrönt sein wird. Ich weiß tatsächlich noch nicht, mit welchen DLCs ich tatsächlich in die nächste Runde einsteigen möchte. Von den Gegnern her hatten wir ja jetzt tatsächlich eigentlich nur einen wirklich, nee, eigentlich keinen dicken Brocken dabei. Wir hatten eigentlich diese Ein- und Zwei-Sterne-Gegner. Das heißt, es ist natürlich noch die Option, dass wir zum Beispiel die Kombination, was hat einer vorgeschlagen, Hand, Prinzessin und, ich weiß es gar nicht, was es war, Willi, die dann auch in eine Allianz eingehen sollten, laut KI-Verhalten. Nein. Oder wir könnten tatsächlich die Hand, Alonso und den Admiral als Gegner nehmen, also tatsächlich die 3-3-Sterne und mal gucken, wie weit wir da kommen. Hier ist es ja dann doch das ein oder andere Mal ein bisschen eng gewesen, alleine aufgrund des Geldes. Und ich glaube, dass das auch unser Hauptproblem gewesen ist, die Bilanz hier ins Positive zu bringen. Um hier mal wieder den Brückenschlag zu Nivarias zu bringen, der hier im weiteren Verlauf des Spiels einfach kontinuierlich 30, 40, 50.000 plus hat, bei den Piraten Items wie blöd einkaufen kann, was wir uns schon gar nicht erlauben können, weil wir die ganze Zeit unsere Puffer brauchen aufgrund unserer negativen Bilanz. Und dementsprechend ist das tatsächlich wohl ein großer Fokus in der nächsten Runde, die Wirtschaft tatsächlich so stabil auf die Beine zu stellen, dass wir da keine Probleme kriegen. Wir haben natürlich auch noch Potenzial bei der Schwierigkeit der Inselwahl. Also auch hier kann man natürlich noch einiges einstellen, was die Fruchtbarkeiten angeht und auch die Größe der Inseln. Und da bin ich dann tatsächlich auf eure Vorschläge gespannt. Also lasst die Tasten glühen und geht in die Kommentare und schreibt mir mögliche Kombinationen, die euch am besten gefallen. Gerne stelle ich auch ein, zwei davon oder vielleicht sogar zwei, drei zur Auswahl, sodass ihr mitbestimmen könnt, wie die nächste Runde dann abzulaufen hat. Am besten so detailliert wie möglich. Also gerne aufnehmen, welche DLCs aktiviert werden sollen, gerne welche Gegnerkombination oder was ihr sonst noch sehen wollen würdet. Ich freue mich bereits jetzt schon tierisch auf die nächste große Anno 1800 Challenge mit euch. Es wird aber sicherlich ein paar Tage dauern, bis die nächste anfängt. Also ich habe jetzt nicht vor, innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen ein neues Let's Play aufzunehmen. Wir haben nämlich jetzt den 12.06. und ich glaube, die Folge wird gepostet am, lasst mich nicht lügen, am 18.06. Das heißt, ich peile jetzt einfach mal so grob den 1.07. an für den Startpunkt der nächsten Let's Play-Reihe. Also wirklich ausreichend Zeit, um da reichlich Input von eurer Seite mit einfließen zu lassen. Ich bin tatsächlich gespannt, wie es weitergeht und bedanke mich nochmal ganz herzlich für die wirklich unglaublichen Viewerzahlen. Und jetzt muss ich mal kurz in mein YouTube reinspringen. Und die Zahlen und die Wiedergabewerte sind halt tatsächlich wirklich, wirklich beeindruckend. Also die Video-Wiedergabezeiten sind unfassbar. Und auch wenn ich jetzt hier mal ganz kurz auf meine Playlist gucke, haben 450 Personen die Playlist abgespielt, also mehrere Folgen nacheinander geschaut oder sind wenigstens mal in die Playlist reingestartet.
Und das ist für mich und meinen kleinen Kanal dann tatsächlich eine große Summe, die mir wirklich große Freude bereitet und mir auch zeigt, dass ich hier an dieser Stelle weitermachen sollte. Die Waffenruhe wurde Und beendet. ich freue mich darauf, mit euch zusammen in die nächste Runde zu starten. Bis dahin, euer Chris. Vielen Dank.